So, guten Abend. Schauen wir mal, ob das Ganze hier funktioniert. Schreibt mir gerne mal, ob ihr mich schon hören könnt, ob ihr mich sehen könnt. ob alles klappt. Das ist ja der erste Twitch-Livestream, den es hier auch gibt. Ich stelle bei mir noch ein paar Sachen hier ein. Wahrscheinlich seht ihr schon gerade meine Konsole. Und ja, dann schreibt einfach mal, ob ihr mich hören sehen könnt. Ich schreibe auch gleich, ob ich euch sehen und hören kann. Die Tonqualität passt und so weiter. So, ich konfiguriere gerade noch so die letzten Punkte. Das ist, wie gesagt, der erste Twitch-Livestream. Und warum machen wir den? Naja, weil ihr da gleichzeitig meinen Bildschirm sehen könnt, wie jetzt aktuell. Und gleichzeitig seht ihr aber auch mein Gesicht und meine Stimme. Und wenn ich bei Instagram was mache, mache ich auch sehr, sehr gern, mache ich sowieso fast jeden Tag, jeden zweiten, dritten Tag auf jeden Fall, Instagram Stories. Dann seht ihr halt mein Gesicht oder den Bildschirm. Aber es wäre unglaublich schwierig, wenn ich euch hier jetzt irgendwas zeigen wollen würde. Das wäre so ein Ding der Unmöglichkeit. Ihr wisst, wie kompliziert es immer ist. Aber ich will euch heute mal ein bisschen an die Hand nehmen tatsächlich und erstmals bei uns, bei alle Aktien, euch zeigen, wie wir eigentlich diese ganzen Aktienanalysen machen. Wahrscheinlich kommt ein, zwei Stories noch zu alle Aktien generell, wie das Ganze entstanden ist, wie wir es gegründet haben, warum, wie das Ganze ja auch mit Jonathan und Kolja dann später sich ergeben hat. Und ja, und was ist das dritte Thema? Wir hatten noch ein Thema. Wenn euch nachhaltiges Investieren, also wenn ihr Lust habt, können wir noch ein kurzes Video schauen. Ich habe mir sowas überlegt bei CNBC oder so, wie hier. Ich habe es gerade mal aufgemacht. Warum Amazon zum Beispiel richtig ja, unbedingt in dieses Mediengeschäft rein will mit Amazon Prime Video, Amazon Prime Music und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe es schon anfangs kurz gesehen. Das andere Video, das richtig spannend ist von CNBC, ist nachhaltige Investments. Jo, schreibt mal rein, ob ihr das Ganze schon kennt. Ich richte mein Twitch derweil nochmal kurz ein. Wird es hiervon eine Aufzeichnung geben? Ich weiß gar nicht. Ich denke ja. Ich bin mir aber nicht ganz zu 100% sicher, weil es eben der erste Livestream ist, ob es auch wirklich klappt. Aber Twitch sagt, es wird aufgenommen und deswegen denke ich mal, dass es auch aufgenommen wird. Jetzt schaue ich noch kurz nach, ob die Story angekommen ist, was ich gerade noch gepostet habe. Ja, wunderbar. So. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Und zwar mit der Frage, warum überhaupt Aktien analysieren? Ich glaube, den meisten von euch ist es mittlerweile ja schon klar, wie alle Aktien und so entstanden ist. Damals Jonathan und ich haben uns ja entschieden, alle Aktien zu gründen. Und das war ja eine Story. Er kannte mich schon länger aus dem Unternehmerkanal von Collier. Der hat ja auch eine Facebook-Gruppe gehabt. Die hat auch knapp 50, 60.000 Mitglieder. Und ich habe da immer und immer wieder ja, Sachen reingepostet, wo ich Leute als Informatiker unterstütze und dass ich auch selbst in Aktien investiere. Und dann hat Jonathan mich irgendwann mal angeschrieben. Und dann haben wir uns 2017 so auf Handschlagbasis in Karlsruhe getroffen und gemeinsam entschieden, ja, lass uns das Ganze mal ausprobieren. Aktienanalysen, richtig ausführliche Aktienanalysen auf alleaktien.de veröffentlichen. Und das Problem, wir waren ja damals beide schon Privatanleger auch. Das Problem, das wir aber hatten, das war relativ einfach, nur das, dass wir, wenn man sich Handelsblatt ansieht oder die Welt oder auch der Aktionär teilweise, dann hat man immer das folgende Problem, dass man halt sehr, sehr viele News hat. Zum Beispiel Tesla hat die und die neuen Quartalszahlen rausgebracht oder das und das schlimme Ding ist passiert. Das Problem aber ist, es gibt noch kein Medium, wo du dir eine Aktienanalyse ganzheitlich ansehen konntest. Also, weil nur dieses Stück Information, hey, die Quartalszahlen sind nicht so gut, wie sie eigentlich hätten sein sollen, das reicht dir jetzt noch nicht, um eine fundamentale, ja, um eine wirklich gute, nachhaltige Investmententscheidung treffen zu können, sondern du musst ja das Unternehmen ganzheitlich verstehen können. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Jetzt gibt es alle Aktien schon seit fast 3 Jahren. Ich glaube, wir haben sie zu Weihnachten
2017 gegründet, also am 24. Dezember 2017. Da war ich lustigerweise gerade mit meiner Freundin in Bangkok auch, deswegen weiß ich es noch sehr, sehr gut. Und ja, mittlerweile sind schon über 300 Aktienanalysen draus entstanden, alle Aktien quantitativ, kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch auch schon, wo es kostenlose Kennzahlen gibt und. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einer Aktienanalyse. Ich glaube nämlich, das ist, worauf ihr gewartet habt. Wenn ihr, habt ihr Lust auf eine bestimmte Aktie? Ich habe zwei Aktien, die ich schon sehr, sehr gut kenne, sind Salesforce und FactSet. Aber ich habe auch kein Problem damit, was vorzustellen, was ich selbst noch gar nicht kenne. Ich muss zugeben, FactSet habe ich mir auch schon lange nicht mehr angesehen, aber ich glaube, dass sie aktuell sehr, sehr attraktiv sind, weil sie von Corona profitieren. FactSet ist ja einer der großen Datenanbieter. So, hier, ich habe die schon mal analysiert am 29. November 2019. Warum profitieren die jetzt? Es gibt ja drei große, Bloomberg, Thomson Reuters und FactSet. Und Bloomberg und Thomson Reuters sind so die Premium-Anbieter. Und in der Krise, wenn du ein Produkt hast, das auf Preis abzielt, dann profitierst du in der Krise in der Regel. Das ist auch so, ja, ich will jetzt nicht sagen Geheimnis und so, weil man denkt ja häufig nur in Branchen. Die und die Branche profitiert, Gesundheit, Informatik, bla bla bla. Aber was halt auch stimmt, ist, auch Branchen, die etwas Existierendes viel günstiger anbieten. Wohnraum, der gerade, also billiger Wohnraum, ist auch aktuell am Explodieren. Warum? Weil die Leute alle das teure Ding kündigen und lieber was Billiges haben wollen. Und bei FactSet ist es im Grunde genau die gleiche These. Das Premium-Anbieter haben es schwieriger in der Krise und ja, Billig-Anbieter, nenne ich es jetzt einfach mal, haben es, auch wenn ich FactSet damit nicht gerecht tue, die haben hervorragende Qualität auch, profitieren dann. Fiverr schreibt ein paar rein, Sufiane B. schreibt Salesforce rein, Xiaomi. Ich glaube, wenn ich so drüber schaue, dann sehe ich sehr, sehr viel Salesforce. Wir können es auch so machen, Vorschlag Community. Wir machen eine, die wir richtig tiefgehend analysieren. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Es ist ja auch Sonntagabend. Ich will es euch ein bisschen angenehm machen, ein bisschen entspannt, jetzt nicht mehr ja, richtig anstrengend und so weiter. Sondern wir machen aber trotzdem eine tiefgehende Aktienanalyse. Und dann machen wir eine, die, ich bekomme ja ganz häufig auch Vorschläge bei Instagram. Hey Michael, was denkst du zu der und der Aktie? Und dann ist es meistens die Aktie, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. Da mache ich aber trotzdem immer eine Schnellanalyse und das können wir dann bei so zwei, drei anderen Aktien machen, wenn ihr da Lust habt. Jo, ich schaue noch ganz kurz was nach auf Instagram und dann kann es losgehen. Das heißt, wir werden uns Salesforce intensiver anschauen. Das habt ihr gerade abgestimmt. Und dann wahrscheinlich noch zwei, drei andere. Fiverr habe ich gesehen. Vielleicht auch irgendwas, was ich noch gar nicht kenne. Yandex war eine dieser Aktien, die hat mir, ich glaube, gestern oder so erst jemand vorgeschlagen. Und dann habe ich mir ich habe sie mir nur ganz, ganz oberflächlich angesehen. So. Jo, okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei grundlegende Typen von Aktienanalysen, die ich persönlich mache, oder drei eigentlich. Das erste ist so eine richtig intensive Aktienanalyse, wie wir sie jetzt bei Salesforce machen werden. Das heißt, da nehme ich mir persönlich nochmal 5 bis 10 Tage Zeit. So lange wird jetzt der Livestream nicht, sondern ich mache es jetzt trotzdem komprimiert. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir halt wenige Aktien analysieren, aber die wir analysieren, die verstehen wir wirklich von A bis Z, wissen wirklich alles drüber, der gesamte Markt, alle Konkurrenten und wissen dann auch, in Anführungszeichen, warum das beste Investment in der Branche ist. Das zweite ist eine Kurzanalyse. Denn ich stelle mir die Aktienanalyse generell immer so vor wie so ein Pyramidenprinzip. Das heißt, die Spitze, also und zwar von oben nach unten. Die Spitze, da beginnst du erst, wenn, also jemand erzählt dir von der Aktie, dann bist du ganz oben. So wie jetzt bei Yandex zum Beispiel bei mir. Das ist dieses russische Tech-Unternehmen, die sowas wie Google machen. Ihr merkt schon, ich weiß noch gar nicht genau, was sie machen. Und dann beschäftigst du dich so Scheibe für Scheibe für Scheibe immer tiefer mit dem Unternehmen. Erst liest du Wikipedia-Artikel, dann machst du den Geschäftsbericht, dann schaust du dir ein Interview an und. Dann schaust du den Markt an, dann die Konkurrenz und irgendwann hast du es begriffen. Und wenn du dann ganz unten angekommen bist bei der Pyramide, dann weißt du,
ob es ein gutes Unternehmen ist, ob es ein schlechtes Unternehmen ist, ob das Unternehmen zu dir passt und wie viel Rendite man damit machen kann. Benny, ich habe gerade gesehen, du schaust auch zu. Wenn du weißt, wie man irgendwie bei Twitch rausfinden kann, ob das Ganze aufgenommen wird, dann, oder vielleicht könntest du das irgendwie rausfinden. Dann können wir das nämlich gleich einstellen. Das wäre richtig cool. Ja, und die dritte Art von Kategorie ist, da mache ich dann eine Schnellanalyse, das machen wir jetzt auch gleich noch. Und das dritte ist einfach nur ein Update. Updates veröffentlichen wir auch auf alle Aktien. Das heißt einfach eine Aktie, die wir schon mal analysiert haben, nicht komplett neu analysiert, aber wir schauen uns nochmal die kritischen Annahmen an, die intakt sein müssen. Ich habe ja vor kurzem nochmal einen Livestream in dieser Alle Aktien Premium Gruppe gepostet, das zeige ich euch auch mal kurz, über Imperial Brands und die generelle Marktsituation. Und bei Imperial Brands, da muss man einfach, bei sowas muss man dann einfach nur noch checken, sind die Grundannahmen, die ich damals hatte, sind die noch erfüllt? Wie zum Beispiel, was sind die Grundannahmen von Imperial Brands und generell von Tabak? Dass es immer weniger Konsumenten gibt, aber die Preise sich erhöhen und dass das Ganze sehr, sehr langsam abflachen wird. Ja, wenn das Bild übrigens hängt, dann liegt es wahrscheinlich eher an meinem Laptop gerade. Der ist mit dem Stream, glaube ich, schon ein bisschen überfordert. Das war der Stream, den wir gestern Abend, Freitagabend um 19 Uhr gemacht haben. Ja, wer Premium-Mitglied ist, alle Aktien Premium-Mitglied, kann sich das Ganze zur Tabakbranche nochmal ansehen und auch die Gedanken zur Marktsituation. So, jetzt legen wir aber los mit Salesforce. Jetzt trinke ich erst nochmal einen heftigen Schluck und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Zeit mitgenommen. Denn die Schwierigkeit ist ja immer, du willst was ausführlich analysieren, aber du willst es auch auf den Punkt bringen. Und im Rechercheprozess ist es halt häufig so, dass man viel in die falsche Richtung recherchieren muss. So, ich werde jetzt nochmal meine Tabs schließen und dann zu Salesforce losgehen. Also wie gehe ich bei Salesforce insgesamt vor? Der Startpunkt ist, zwei Startpunkte, die ich immer habe, die ich, egal was passiert, da schaue ich immer zuerst nach. Das erste ist tatsächlich Wikipedia, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich recherchiere mit Wikipedia. Und warum? Weil ich erstmal eine 1-Minuten-Zusammenfassung will, was das Ding überhaupt ist. Und dann lese ich mir meistens das Englische und das deutsche Wikipedia durch. Und ihr werdet merken in diesem Livestream, ich werde wirklich von der Pyramide von oben Scheibchen für Scheibchen abschneiden und runtergehen. Und dann werden wir immer mehr ins Detail kommen bis zur Bewertung. Ich habe Excel schon aufgemacht. Ja, das ist dann der spannendste Teil. Und dann steht da: Salesforce Inc. is an American cloud-based software company headquartered in San Francisco, California. It provides customer relationship management service and also sells a complementary suite of enterprise applications focused on customer service, marketing automation, bla bla bla. Also ich nehme zwei Sachen mit, Kalifornien und CRM. Und dann, weil ich nicht wusste, was ein CRM ist, gehe ich da einfach nochmal einen Schritt weiter rein und dann finde ich raus, wenn ich jetzt verstehe, was das ist, dann habe ich im Grunde schon Salesforce verstanden. One of many different approaches that allow a company to manage and analyze its own interactions with the past, current and potential customers. Das ist eigentlich schon die perfekte Definition von Salesforce. Wenn man den englischen Satz versteht, dann weiß man schon, was Salesforce macht. Management, also eine Software, um die Interaktionen mit den vergangenen, aktuellen und potenziellen Kunden zu managen und zu analysieren. Ja, das war es im Grunde schon. Und jetzt weiß ich schon, zumindest grob, man könnte schon sagen, ich habe das Geschäftsmodell von Salesforce jetzt verstanden. Natürlich nur extrem grob. Und dann kann man sich natürlich auch noch den ganzen Rest durchlesen, aber für mich ist es wirklich so, ich habe so den Anspruch, wie finde ich 1 Minute raus, was das Unternehmen ganz, ganz grob macht. Und das mache ich mit Wikipedia. Meistens ist die deutsche Wikipedia nicht so gut, deswegen immer Englisch. Aber ich schaue mal kurz, was da steht. Cloud Computing, das finde ich tatsächlich schon ein bisschen irreführend, weil man dann direkt an Amazon, Microsoft und Google Cloud denkt. Das Unternehmen mit Hauptsitz San Francisco, Geschäftsanwendungen über das Internet. Also das ist so schwammig. Also bitte, wenn jemand bei euch Wikipedia Dingsbums ist, übersetzt bitte mal von Englisch, weil das finde ich zum Beispiel keine gute Sache. Das bringt einem einfach nichts. Und erst hier im dritten Satz kommt dann Kundenbeziehungsmanagement. Okay. Ja, und das nächste, was ich mir ansehe, sind die Zahlen. Wo gehe ich da meistens hin? Ich gehe auf Yahoo Finance. CRM ist ja der Ticker.
Habt ihr das eigentlich gemerkt? Das Geile bei Salesforce ist, der Ticker ist ja CRM, also Customer Relationship Management, also die Abkürzung für die ganze Branche. Das wäre so, als würde, keine Ahnung, der Ticker von JP Morgan sein Banking oder Finance. Also das, ich finde es ziemlich geil. Bei Cloudflare ist es auch so, die heißen ja Net für Network. Ja, das nächste ist, wie gesagt, Yahoo Finance. Und ich schaue mir erstmal an, wo steht das Unternehmen, wo kommt es her und dann aber sofort die Finanzkennzahlen, weil ich habe auch so eine Art Ausschlusskriterium. Das heißt, ich recherchiere Stück für Stück für Stück und sobald ich was finde, was mich richtig stört, zum Beispiel eine krasse Verschuldung oder das Management kommt mir irgendwie suspekt vor oder die Zahlen passen nicht, also schlechtes Wachstum oder die Bewertung ist schon wieder so irgendwie ein 10.000er KGV, dass ich weiß, ja, das wird wahrscheinlich nichts. Dann breche ich ab und schaue mir die nächste Aktie an, weil Zeit ist ja immer kostbar. Also ich schaue mir die Schnellübersicht bei Salesforce an. Ich merke erstmal, Unternehmen ist 180 Milliarden wert und dann schreibe ich mir eigentlich schon die ganzen Sachen zusammen, die für mich relevant sind. Also USA Hauptsitz, 180 Milliarden, US-Dollar. Und versuche mir schon so ein eigenes kleines Template zu erstellen, um sehr, sehr schnell viele Informationen zu sammeln. So, schauen wir mal, ob das Ganze hier funktioniert. Wunderbar. Ansonsten sehe ich hier noch irgendwas anderes spannend. Nee, man sieht einfach, dass es gewachsen ist wie verrückt. An sich erstmal ein gutes Zeichen. Wenn ich mir da die Deutsche Bank ansehe, dann schreckt mich das immer erstmal ab, weil ich mir denke, typischerweise ist der Aktienkurs auch eine Reflexion der Gesundheit des Unternehmens. Und ein Unternehmen mit schlechter Gesundheit willst du ja sowieso nicht haben. Deswegen rückblickend, du musst dir so vorstellen, wenn du jetzt hier am 2010 bist, dann sieht der Aktienkurs genauso verrückt aus wie jetzt. Deshalb generell ist es ein guter Aktienkurs für mich. Also der Aktienkurs selbst hat ja null Mehrwert. Es geht ja nur darum, was das Unternehmen kann, nicht was der Aktienkurs kann. Aber es ist trotzdem ein Indikator. Okay, jetzt habe ich mich wieder komplett rausgeschossen. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder in Yahoo Finance drin. Schreibt mal rein, habt ihr Salesforce eigentlich im Depot? Habt ihr die schon mal analysiert? Ich hab die ja mal relativ aggressiv empfohlen. Schon vor ein paar Monaten sind dann auch gut gestiegen. Aber es war natürlich Glück, dass sie so schnell gestiegen sind. Was schreibt ihr denn noch rein? Max Rohde, der Meister ist am Start. Freut mich, dass du da bist, Max. Hat jetzt jemand von euch schon Salesforce? Rein damit. Dass wir hier einen Qualitätsstream machen. Das Zweite, was ich mir dann anschaue, ist die fundamentalen Kennzahlen. Ich schaue jetzt mal kurz auf alle Aktien qualitativ. Da bekommt man auch immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, ja, wo die Kennzahlen hingehen. Also ich hab Salesforce auch selbst in meinem Depot und aber ich weiß gar nicht, ob es eine große Position ist oder eine kleine, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Puh, ist schon so lange her, dass ich gekauft habe. Ich denke mal so 5% von meinem Depot. Also für meine Verhältnisse ist es ein kleines Depot, weil ich ein eher, ich muss zugeben, ich habe ein eher undiversifiziertes Depot. Die Nummer 1 ist, glaube ich, Alibaba und Microsoft, die machen zusammen auf jeden Fall über 30% aus. So, jetzt hier bei Salesforce. Also, du siehst, wenn du dir die Kennzahlen hier ansiehst, Umsatz, EBIT, Gewinn, der Umsatz ist, das ist halt so wie wenn du eine Freundin triffst und du siehst sie in der Bar oder gegenüber auf dem Bus und weißt, oh, da ist wirklich, die ist perfekt, da passt wirklich alles. Schönes Gesicht, Körperbau. Und so weiter, riecht gut. Und das ist so, wie Salesforce hier ist. Also der Umsatz zumindest. Da schaue ich mal auf den EBIT rein. Wobei der schon, EBIT und Gewinn ist sowieso eher irrelevant bei einem Wachstumsunternehmen. Ihr kennt es ja von Amazon. Das kann man steuern. Aber mir gefällt auf jeden Fall gut, dass sie seit 2017 profitabel arbeiten. Laut EBIT und Gewinn. Und das ist auch immer schon ein sehr gutes Zeichen. Warum ist es ein gutes Zeichen? Weil ich glaube, da wird halt immer noch sehr viel Schabernack getrieben bei
Bei diesen Gründern, die Charakter ist auch wichtig, ja. Aber den sieht man ja nicht, wenn man Mädchen das erste Mal in der Bar sieht. Max. Ja, das ist einfach auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn das Unternehmen schon profitabel ist. Und ich sage euch jetzt auch genau, warum. Ich bin zwar leidenschaftlicher Tech-Investor. Und im Silicon Valley hatte ich so die allerbeste Zeit letztes Jahr, als ich war in San Francisco, in Silicon Valley, als ich 6 Monate da war. Aber ich bin auch sehr kritisch und sehr skeptisch, wenn ich investiere, weil es geht ja um mein eigenes Geld, das ich hart erarbeitet habe. Und ich glaube, dass viele Gründer und Unternehmer generell sich da noch ein bisschen, ja, auch selbst das Ganze einreden, dass es halt nur um Wachstum und Umsatz geht und Gewinn, ja, das bekommen wir schon irgendwann gelöst in 5 oder 10 Jahren, wenn wir erstmal Marktführer sind. So habe ich so das Klima ein bisschen mitbekommen und man hat halt bei WeWork gesehen, auch bei Uber, was da rauskommen kann. Ich weiß gar nicht, wo Uber gerade steht. Wahrscheinlich sind sie explodiert. Das ist einfach eine unglaublich große Annahme, dass du sagst, wir ziehen erst den Umsatz hoch, werden Marktführer und dann werden wir profitabel. Das ist auch das Gleiche, was Robin Hood übrigens macht im Geschäftsmodell. Die sind ja auch unglaublich unprofitabel oder Revolut. Ich habe bei Revolut mal ein Pitch Deck gesehen. Die sind halt auch unprofitabel, obwohl sie sehr schnell wachsen. Und das ist für mich einfach ein enormes zusätzliches Risiko. Ja, also hier sieht man Uber. Zu Uber habe ich auch noch einen spannenden Gedanken, weil ich auch den Konkurrenten Grab sehr, sehr gut kenne. Aber ich glaube, die sind nicht öffentlich. Grab und Didi kenne ich einfach sehr gut. Das sind die Pendants in Singapur, Südostasien und China. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, das nach Wikipedia die Kennzahlen, Aktienkurs. Erstmal Umsatz checken, weil es ist ein Wachstumsunternehmen, das ist klar. Und dann das Erste, was ich mache beim Umsatz, ist eigentlich, ich rechne mir schon mal prozentuales Wachstum aus, weil ich will ein Gefühl bekommen. Reden wir hier von 10%, 30%, 50%. Hier steht es zwar eh schon, letztes Jahr waren es 30%, aber ich rechne dann trotzdem immer noch gern mal nach. Also hier haben wir 17 und 13. Ja, das ist ein Wachstum von 30,7% letztes Jahr. Was hatten wir davor? 13, davor hatten wir 13. 0,28 geteilt durch 10,54, nochmal 26%. Ja. Das ist wie gesagt, also ich mache es gleich nochmal detailliert im Excel-Modell. Das ist wirklich nur ein Indikator. Hier die Bruttomarge ist auch ein sehr wichtiger Gesundheitsindikator und auch der sieht gut aus. EBIT und Gewinnmarge haben wir ja gesagt, beachten wir noch nicht, weil es ein Wachstumsunternehmen ist. Deswegen KGV oder EBIT-Vielfaches sagt sowieso nichts aus. Bruttomarge gefällt mir gut, aber ich merke schon, dass sie leicht fallend ist. Das gefällt mir nicht so gut. Eigentlich hätte ich gerne ein Unternehmen, das von Jahr zu Jahr profitabler und effizienter arbeitet. Aber wenn man ganz ehrlich ist, mein Gott, letztendlich ist es konstant hier bei 80 oder 75%. Das passt schon noch. Ein krasses Problem wäre, wenn die voll runtergeht oder wenn sie generell sehr, sehr niedrig ist, weil es dann einfach bedeutet, du hast ein undifferenziertes Produkt, du musst auf Preiskampf gehen, die Leute sind nur bei dir, weil du billiger bist, aber nicht, weil du irgendwas besser kannst. Und das sind zwar auch Unternehmen, die erfolgreich sein können, Beispiel Walmart, Beispiel Costco, aber ich persönlich glaube, dass die Unternehmen, die im Premium-Bereich sind, beziehungsweise ja, die sich durch ihren eigenen Mehrwert differenzieren und nicht nur durch den Preis, dass die immer eine bessere Zukunft haben werden als die Preisdifferenziatoren. Ja, ansonsten Gewinn pro Aktie, im Grunde das Gleiche. Dividende gibt es hier nicht. Ausschüttungsquote, ja, genau, Dividende gibt es nicht. Das ist tatsächlich ein Warnsignal. Anzahl an Aktien. Was bedeutet das? Wisst ihr, was Anzahl Aktien bedeutet? Wahrscheinlich schon. Aber wie würdet ihr, mal eine Frage an euch, wie würdet ihr das interpretieren? Ich hab zwar gerade schon gesagt, Warnsignal. Also hier sieht man, schreibt mir mal rein, vielleicht sollen wir mal was verlosen. Ja, okay, ich überlege mir später eine Verlosung. Alle Aktien Premium Poster oder sowas. Wie würdet ihr das deuten, wenn die Anzahl der Aktien so langsam steigt? Also ihr merkt hier 2010, vor genau 10 Jahren, 512 Millionen Aktien. Jetzt gibt es 850 Millionen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel es vor 10 Jahren waren. Okay, das ist irgendein Programm. Wie viel waren das denn? 550. Das heißt, die Anzahl der Aktien hat sich um 55% erhöht.
Was würdet ihr dazu sagen? Ist euch egal, oder? Keiner sagt was. Also was bedeutet das überhaupt? Oder warum geschieht das überhaupt? Salesforce hat ja sehr, sehr kompetente Mitarbeiter und die werden hervorragend bezahlt und die wollen auch mit Aktien bezahlt werden. Nun ist es so, dass Salesforce dann nicht mit eigenem Geld Aktien zurückkauft und die dann einfach den eigenen Mitarbeiter gibt, weil irgendwann, das ist einfach komplizierter, um es ganz einfach zu sagen. Und dann sagt Salesforce einfach, naja, wir machen neue Aktien oder wir generieren neue Aktien. Der Kuchen, ja, wir generieren neue Aktien und geben diese als Optionen unseren Mitarbeitern, unseren Managern, auch dem Mark Benioff, der ist ja CEO. Das Problem ist aber jetzt, jetzt hast du ein viel kleineres Stück von dem Kuchen. Warte mal, gibt es hier nicht irgendwo Paint? Bei Mac gibt es ja kein Paint. Das ist eigentlich der größte Nachteil von Mac gegenüber Windows. Microsoft Paint. Einen Moment, bei mir hängt es gerade ein bisschen. Tabs 1337 fragt, gibt es hier ein Delay? Nee, sollte eigentlich kein Delay geben. Ich glaube, nur mein Laptop ist gerade ein bisschen langsam. Aber das bekommen wir schon hin. Ich suche mal hier kurz, ob Paint. Im Grunde ist es einfach nur so, wenn Aktien ausgegeben werden, du hast ja am Schluss immer noch 10 Aktien. Zum Beispiel, sagen wir mal, du kaufst 10 Aktien und es gibt 1 Million Aktien. Dann hast du halt 10 von 1 Million Aktien. Aber wenn jetzt Salesforce sagt, wir geben noch 9 Millionen weitere Aktien aus, dann hast du halt 10 Aktien von 9 Millionen. Sind das 9? Genau. Und das ist halt viel weniger als 10 von 1 Million. Und dir gehört am Schluss jetzt viel weniger vom Unternehmen. Ja, ich weiß, besseres Beispiel wäre gewesen, du hast 10 Aktien und es gibt 100 Aktien, dann gehört dir 10% von Salesforce. Das heißt, auf der ganzen Welt gibt es nur 100 Aktien von Salesforce, jetzt rein rhetorisch. Du hast 10 Aktien, ganz einfaches Ding, dir gehören 10% der Aktien. Salesforce sagt aber, unsere Mitarbeiter machen so gute Leistungen, haben Umsatz krass erhöht, Gewinn und. Jetzt geben wir 900 extra Aktien an die Mitarbeiter. Das heißt, jetzt gibt es ja 100 plus 900 Aktien dann. Und jetzt gehört dir aber nur noch 1% von Salesforce. Klar, das Unternehmen ist wertvoller geworden, aber dir gehört auch nur noch ein Zehntel des Unternehmens wie vorher. Ja, also insgesamt schlecht. Ich will eigentlich immer, dass es immer weniger Aktien gibt, weil am Schluss gibt es dann nur noch eine Aktie und das ist dann halt meine. Und dann gehört dir das ganze Unternehmen. Okay, das war's zu den grundlegenden Kennzahlen. Das heißt, ihr merkt schon, ich achte hier vor allem auf Warnsignale. Gibt es auch Warnsignale, auf die ihr so immer achtet, wenn ihr eine Aktie analysiert? Oder schreibt mal rein, was bei euch anders ist. Mich würden vor allem zwei, drei Sachen interessieren. Machen wir mal ein bisschen Community-Stream. Auf welche Seite ihr als erstes geht und was so eure Warnsignale sind. Weil ihr kauft ja sicherlich, ihr seid ja auch alles informierte, erfolgreiche Privatanleger. Ihr kauft ja auch nicht einfach blind in alles rein, sondern mich würde tatsächlich mal interessieren, was eure Warnsignale sind. Ich habe hier den Chat vor mir, deswegen schaue ich da so rüber. Also für mich ist ein krasses Warnsignal tatsächlich, wenn beim Umsatz oder Gewinn oder beim EBIT irgendwas nicht stimmt oder beim Wachstum auch. Jo. Dann haben wir hier bei Yahoo Finance die ganzen Kennzahlen nochmal quantitativ aufgeschlüsselt. Ich finde es einfach sehr, sehr toll, weil es eine schöne Darstellung ist als ja, in den Zahlen halt und als Tabelle. Ja, Leute, wir machen es so, wer die besten Antworten gibt und wer die meisten Antworten schreibt in dem Stream und die höchste Qualität, wir werden das auswerten in der Excel-Datei, wir werden jeden Kommentar nach Häufigkeit und Qualität beantworten, der bekommt das alle Aktien qualitativ Poster. Sieht man das eigentlich hier? Wenn ich jetzt die Kamera nehme, dann war es das wahrscheinlich mit meinem Bild. Aber das Poster hängt hier, ihr kennt es ja. Warte mal, ich mach's mal. Der bekommt dieses alle Aktien Premium Poster geschenkt. Freihaus, Lieferung in ganz Europa. Okay, Kamera ist jetzt komplett verstellt. Geht's wieder? Ist der Fokus on point? Also ihr schreibt einfach rein, wenn der Fokus nicht mehr on point ist.
Qualitätsstream. So, was schreibt ihr? Gewinn, Umsatzwachstum, nicht nachvollziehbares Geschäftsmodell, das Allerwichtigste eigentlich, capture the E. Ich hoffe mal, du meinst capture the investment. Uff, und das ist das Wichtigste. Ich habe zum Beispiel The Trade Desk unglaublich lange nicht verstanden. Jonathan und noch jemand hat immer gesagt, Michael, analysier mal Trade Desk, was hältst du von denen? Du bist doch Tech-Spezialist. Ich habe immer gesagt, ja, mit Software kenne ich mich schon sehr gut aus, habe ja auch Informatik studiert und so weiter, aber The Trade Desk, wirklich verstanden habe ich es nicht, weil wenn du auf deren Webseite gehst, die ist, okay, jetzt gehe ich auf Trade Republic, oh Gott. weil wirklich, die Webseite ist einfach nichtssagend und der Wikipedia-Artikel auch, ganz ehrlich. We're transforming the media for the benefit of humankind. Wir verändern die Medien für den Vorteil der Menschheit. Come on, das sagt das Handelsblatt auch. Weißt du, wie ich meine? Und Handelsblatt ist nicht 20 Milliarden wert. Oder 30. So, jetzt machen wir aber erstmal bei Salesforce weiter. Jetzt weiß ich, dass die ganzen Kennzahlen schon mal passen. Jetzt gibt es noch eine wichtige Kennzahl, die elementar ist, und zwar die Verschuldung. Häufig erscheint was unglaublich günstig, aber es stellt sich dann raus, die haben so eine hohe Schuldenlast, dass sie wahrscheinlich sowieso nur noch 2-3 Jahre existieren. Und dann musst du halt bedenken, also es muss kein schlechtes Unternehmen sein, wenn das Unternehmen noch 2-3 Jahre existiert. Es gibt ja, warum? Naja, wenn das Unternehmen so viel Cash generiert und so billig bewertet ist, dass du dein ganzes Geld nach 2 Jahren schon wieder zurück hast, plus die Rendite, dann perfekt. Dann ist es doch perfekt. Ich mach mal ein extra Beispiel. Wenn du das Unternehmen, sagen wir mal, das gesamte Unternehmen für $10,000 kaufst, wenn du das ganze Unternehmen für 10.000 kaufst und aber, was ist hier los bei der Formatierung? Wenn du das ganze Unternehmen für 10.000 kaufst, come on, und dann generiert aber 6.000 Euro jedes Jahr, sagen wir mal, das war jetzt letztes Jahr, 2019, dann ist das wäre ein hervorragendes Investment. Also minus 10, also in der Finanzbranche schreibt man Minuszahlen, also negative Zahlen immer in Klammern. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sieht einfach besser aus. Wenn ihr Zahlen in Klammern seht, dann wisst ihr, das ist Verlust. Und selbst wenn dieses Unternehmen, hypothetisches Unternehmen, nach 2 Jahren stirbt, dann hast du immer noch 20% Rendite gemacht. Ist nicht schlecht eigentlich. 20% Rendite auf 2 Jahren, ja okay, ist durchschnittlich zwar nur 10 Jahre, aber ihr wisst, was ich meine. Also auch mit sterbenden Unternehmen kann man Geld verdienen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele sterbende Unternehmen, die einfach auch unglaublich günstig bewertet sind. Jetzt aber zur Verschuldung. Das Einfachste, wie man hier auf einen Blick schon sieht, okay, Frage an euch. Wie sieht man hier, wie verschuldet Salesforce ist? Mit diesen Kennzahlen, die Verschuldung steht nicht offensichtlich irgendwo hier drin. Aber trotzdem sage ich euch, ich kann die Verschuldung aus den Zahlen sehr, sehr 100% verlässlich ablesen, nämlich die Nettoverschuldung. Die Nettoverschuldung ist so definiert, alle Schulden auf der einen Seite minus das gesamte Bargeld und die kurzfristigen Vermögenswerte. Kurzfristig bedeutet weniger als 3 Monate. Wo kann ich mir, also alle Schulden minus das gesamte Cashvermögen sind die Nettoverschulden. Wo kann ich die Nettoverschulden aus diesem Screen rauslesen? Hotterpferd hat es schon erkannt, wie eine Verlosung her. Es wird das alle Aktien Poster verlost. Wenn ihr ganz aktiv seid, lasse ich mich vielleicht sogar noch zu einer Alle Aktien Premium Mitgliedschaft hinreißen. Wie kann man aus dieser Grafik rauslesen, wie verschuldet Salesforce ist oder ob sie überhaupt Schulden hat? Max Rohde, Market Cap? Ich glaube, fast, es ist zur Hälfte richtig. Huch, jetzt bin ich gespannt. Max Rohde, du hast nochmal eine Chance.
Wie kann man die Verschuldung da rauslesen von diesen ganzen Kennzahlen, die es ja so gibt? Ich schaue mal kurz in den Stream-Monitor rein. Also das eine ist die PEG-Ratio. Ich glaube einfach, keiner weiß es. Schreibt Maxi SVR. Also PEG-Ratio können wir uns später nochmal ansehen. Ist aber was ganz anderes. Macht aber nichts. Genau, also Max Rohde Unternehmenswert. Es ist dieser Enterprise Value und die Differenz zwischen den beiden Werten. Market Cap ist, glaube ich, jedem klar. Die Anzahl der Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs. Enterprise Value ist, da werden noch, das ist die Frage an dich als Investor. Du willst jetzt das gesamte Unternehmen wieder kaufen, und zwar das gesamte Salesforce. Du hast 200 Milliarden so Cash auf dem Konto und willst dir die Frage stellen, du willst das ganze Unternehmen kaufen, aber du willst es auch schuldenfrei haben. Das heißt, wenn du es übernimmst, zahlst du alle Schulden sofort zurück, weil dich interessiert nur die Essenz des Kernunternehmenswerts. Du willst ja nichts für 1000 Euro kaufen, was 10 Millionen Euro Schulden hat, weil dann hast du ja 9.900.090. Genau, 9 Millionen, dann hast du 9.990.000 Euro Schulden, wenn du was für 10.000 Euro gekauft hast, was aber eigentlich 10 Millionen Euro Schulden hatte. Also, hier, man muss die beiden Sachen also subtrahieren. Das heißt, du sagst, das musst du jetzt für die Aktien bezahlen. Und dann liest du hier raus, das Unternehmen hat keine Verschuldungen, sondern sogar eine Netto-Liquidität. Die haben nämlich 4 Milliarden Cash im Konto. Das heißt, eigentlich musst du weniger bezahlen, als die Marktkapitalisierung ist, weil du machst es so, du machst diesen ganz, ganz cleveren Move, diesen ganz, ganz cleveren Investoren-Move. Du kaufst das Unternehmen für 187 Milliarden, überwiesen, und dann zahlst du dir selbst vom Cash-Konto von Salesforce wieder 4 Milliarden aus und hast letztendlich also nur 183 Milliarden bezahlt. Wenn man hier runterscrollt, sieht man es normal auch. Nee, sieht man hier tatsächlich nicht. Normal steht es aber hier, Cash und Net Debt. Und dann kannst du auch einfach die Total Debt minus die Cash rechnen. Ich weiß jetzt nicht, warum die hier keine aktuellen Zahlen haben. Normal haben die das für Salesforce und für den ganzen anderen. Aber ist eh egal. Das ist sowieso die Antwort. Ja. So, jetzt kommt das nächste. Jetzt geht es in den Geschäftsbericht rein und in die Zahlen. Das heißt, jetzt holt euch schon mal einen Kaffee Latte. Geht nochmal kurz oder holt euch was bei Starbucks. Jetzt kommt nämlich der intensive Teil, wo ihr aber auch wirklich lernt, wie man Investor wird. Also wo man, wo ihr, oder was Investor, wo ihr lernt, wie man wirklich Aktien analysieren, und so machen es auch Goldman Sachs, McKinsey, UBS, JP Morgan, die machen es alle, ich würde sagen, zu 80% so, wie ich es euch jetzt zeigen werde in Excel. Ich weiß es ja, ich war ja selbst bei UBS und bei McKinsey, deswegen. Ja, es ist eine seriöse Quelle. Also das Erste ist, ich lösche jetzt erstmal den Scheiß hier, und das sind meine Aktienideen für später, wenn wir Zeit haben. Aber ich merke schon, das Ganze dauert schon wieder lange. Und ich mache hier jetzt mein Discounted Cashflow Modell. Und wie ist das Ganze aufgebaut? Also ich überlege mir erstmal die ganzen Jahre, die brauche ich. Und zwar schaue ich jetzt einfach, wie viele Jahre sollen wir in die Vergangenheit schauen? Ich mache jetzt mal ab 2015. Das passt schon. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Gefühl noch bekommen für die Vergangenheit und dann schauen, wie die Zukunft läuft. Dann mache ich hier noch einen schönen Bam, Bam, Bam rein. Wo sind denn diese Linien? Bin ich jetzt schon komplett bescheuert? Egal, wir machen es so. Also hier haben wir ja die erwarteten Werte. Wir sagen jetzt einfach mal, die sind, ja, sagen wir mal, die sind grün, ist ja egal. Oder sagen wir, die sind schwarz. Ja, und da haben wir die Vergangenheit. Das heißt, die Werte, die wir schon wissen, weil das ist wirklich Wissen jetzt an der Stelle. Alles davor. Alles danach ist ja reine Spekulation, könnte man sagen, oder reines Hoffen. Wir machen aber kein Hoffen und kein Beten. Wir machen nur Aktien analysieren. Ein Disclaimer vorab, der ist mir ganz wichtig. Ich hatte nämlich neben dem Studium in Informatik
auch einen Philosophiekurs und in der Philosophie geht es darum, oder eine der Hauptfragen ist, was wissen wir überhaupt? Die erste Frage ist, was existiert in der Welt? Die zweite Frage ist, was wissen wir über diese Welt, wenn sie denn existiert? Und das dritte ist, wie handeln wir? Also die Ethik. Und beim Wissen ist es so, dass man ja nichts mit absoluter Sicherheit weiß. Wissen ist so definiert in diesem Livestream, es ist ein berechtigter Glaube, weil du alle Anzeichen dafür hast, dass du richtig liegst und du eine rationale Person überzeugen könntest mit diesen Argumenten, dass sie dir zustimmen wird. Das ist meine Definition von Wissen. So, und dann lege ich los. Ich mache mein Income Statement, ganz einfach. Ich mache mein eigenes Income Statement, Umsatz, COGS, EBIT, Tax oder Interest, Tax, Net Profit. So schaut es im Grunde aus. Und das ist schon das minimalistische Income Statement. Ihr wisst ja, Income Statement heißt auf Deutsch GUV. GUV, Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, und jetzt beginne ich einfach damit, die ganzen Werte hier einzufügen. Und meine Meinung zu Datenqualität ist, ich verwende persönlich bei den alle Aktienanalysen nur die Geschäftsberichte. Warum? Weil ich mir einfach zu 100% sicher sein will. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, gelogen ist oder wie auch immer, dann haftet dieser Typ hier mit seinem privaten Vermögen, auch wenn es eine GmbH und so weiter ist egal, wenn du als Geschäftsführer Anleger Betrug machst, dann haftest du auch mit deinem Privatvermögen. Dann haftet der Mark mit seinem eigenen Vermögen, der ist Milliardär, 5 Milliarden knapp. Und er ist ja Gründer und CEO von Salesforce. Und deswegen, wenn ich aber die Zahlen auch bei Finanzen.net lese, oder die Finanzen, ich muss auch zugeben, wenn du die Finanzen.net haftet halt nicht. Der Aktionär haftet auch nicht. Ich hafte auch nicht für die Zahlen mit alle Aktien quantitativ oder bei alle Aktien. Das kann ich auch nicht, weil ich nicht die Wahrheit weiß über das Unternehmen. So, und jetzt gehen wir aber so rein. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man sich das ansehen kann, wie man in die Geschäftsberichte kommt. Entweder man googelt Investor Relations Salesforce und geht auf die Webseite. Financials, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ja, und es ist einfach so. Es ist einfach so. Bei Finanzen.net hast du andere Umsatzkennzahlen als bei OnVista, als bei Arriva, als bei AliAxen Quantitativ. Die sind schon alle, ich würde sagen, 95% richtig. Das heißt, in 95% ist es 1:1, was im Geschäftsbericht steht. Und auch untereinander sind sie identisch. Aber manchmal sind sie halt auch anders. Da machen wir mal einen anderen Livestream, wenn euch quantitative Aktienanalysen interessieren. Da kann ich euch so viele Sachen erzählen. Ich habe ja selbst mit Factset zusammengearbeitet, gute Kontakte zu Reuters und Bloomberg. Das ist unglaublich und auch viel komplizierter, als man denkt. Aber da will man eigentlich eh nicht drin sein. So, man kann jetzt diese Annual Reports durchlesen. Da sehe ich hier FY, Financial Year, Finanzjahr 2010 und 2020 und 2019. Schauen wir rein, was da. Und dann hast du halt so einen sehr, sehr schönen, ja, druckfertigen Geschäftsbericht. Der ist nett anzusehen, da machen sie geile Logos rein und so weiter. Wie hier oben, doing well and doing good. Das klingt natürlich cool, aber ist eigentlich irrelevant. Aber noch besser hat man es in Amerika. Schaut euch mal das an, wie schön das gemacht wird, so wie die Aktien früher. Benny, schaust du eigentlich noch zu? Und hast du irgendwie rausgefunden, ob man den Twitch-Stream aufnehmen kann? Ich muss mal kurz in Instagram. Hey Benny, guten Abend. Bist du noch im Twitch-Livestream gerade drin? Ich habe jetzt irgendwie nicht gefunden, wie man den Twitch-Livestream aufnehmen kann. Hast du da schon Erfahrung oder könntest du mal kurz nachsehen, dass wir einfach sicherstellen, dass es aufgenommen wird? Ich kann dich auch kurz bei Twitch-Moderator oder sowas machen. Schick mir nochmal deine E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Twitch registriert hast. Einfach in WhatsApp. Das wäre cool, dann nehmen wir den nämlich auch auf. Ja, bis dann, Benni, mach's gut. Ich hoffe, du hörst die Nachricht noch während dem Livestream.
Ja, okay. Also das ist die eine Variante, wie man sich die Geschäftsberichte ansehen kann. Hier ja, diese hochglanzpolierten. Die andere Variante, und jetzt wird es richtig cool, die andere Variante ist, wir gehen zur SEC, zur US-amerikanischen Börsenaufsicht, SEC.gov. Also ihr merkt schon, das ist staatlich. Wenn du die, da kommen die ganzen Leute für Finanzanlegerbetrug. Das ist praktisch sowas wie das FBI, aber das FBI, das sich nur um den Finanzanlegerbetrug kümmert. Da könnte ich euch auch so viele geile Sachen zeigen. Aber du gehst dann hier oben, Company Filings, weil jedes US-amerikanische Unternehmen muss seine Finanzkennzahlen dieser Staatsorganisation, dieser Börsenaufsicht melden. Und wenn da was falsch ist, dann kommen alle in den Knast. Dann gibst du hier den Ticker ein. In Amerika funktioniert alles über Ticker. Ihr seht schon, hier steht nicht mal ISIN drin. WKN steht sowieso nicht drin. Das ist ja was Deutsches. Also wir geben den Ticker ein. CRM. Das ist das Erste. Und haben wir jetzt alles, wo das Management sagt, das ist 100% richtig. Wir stehen für unseren Namen. Und wenn nicht, dann sperr uns ein. Jetzt suche ich nach Ten. Da steht halt so viel Müll auch dabei. Das sind alles Sachen. Ja, das sind schon relevante Sachen, aber im Groben und Ganzen ist es irrelevant. Statement of Change in Beneficial Ownership, da hat irgendjemand, der wichtig war, seine Aktien verkauft, irgendein Insider hat seine Aktien gekauft oder verkauft. Wir können reinschauen, aber es ist irrelevant, weil es wahrscheinlich irgendwas Kleines ist. Da haben Leute für 200.000, nee, das sind die, ja, da haben Leute, da, schaut euch mal die Stückzahlen an, 10.000, es ist irrelevant. 10.000 Stück Salesforce verkauft, wer war das? Wo steht da, wer es war? Ja, Mark Benioff, der Gründer. Ja, das sind halt so kleine Stückzahlen, dass es irrelevant ist. Der macht das aus irgendeinem anderen Grund. Der muss vielleicht schichtet er in Amazon um, vielleicht kauft er seiner Freundin irgendwas bei Tiffany's oder bei Hermes. Das klingt doof, aber das sind tatsächlich die Gründe von Geschäftsführern. Die sind auch Menschen und die, ja, das ist egal. So, und dann siehst du, 10K bedeutet Jahresbericht. Und wir sehen hier rechts schon, es ist genau einer pro Jahr 2020. Also, wir haben den Jahresbericht dieses Jahr schon rausgebracht, vor 3 Monaten im März. 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 13. So, und was ich jetzt mache, ich hatte es eh schon offen. Was ich jetzt mache, ist, ich übertrage jetzt erstmal die ganzen Zahlen in meine Excel-Modell, dass ich es nämlich ein bisschen übersichtlicher habe. Und ich hoffe, dass ihr mir da jetzt treu bleibt, noch kurz dabei bleibt, das geht aber sehr schnell, das geht in 1 Minute. Wichtig ist nur, dass man es sehr ordentlich macht. Wenn ihr einen Schreibfehler seht, dann schreit ihr ganz, ganz laut. Aber ich habe das ja schon 100 Mal gemacht, deswegen weiß ich sowieso, wie es geht. Glaube ich zumindest. Genau, hier sind wir. Das heißt, hier sind wir jetzt beim Umsatz. Der war der Gesamtumsatz, Total Revenues, hier 17, also das ist 2020, bei 17.098. 17.098. Das Ganze ist natürlich in, was ist das? In Millionen. Ja, in Millionen steht hier oben. 17.098, letztes Jahr waren es 13.282. 282. 2018 waren es 10,540, 10,540. 2017, da muss ich jetzt diesen anderen Geschäftsbericht öffnen. Da haben wir es. Und ihr merkt schon, das sind halt Sachen, die dauern einfach ein bisschen, 1, 2 Minuten, aber die haben auch einen massiven Mehrwert, weil nur so stellst du auch sicher, dass die ganzen Zahlen stimmen am Schluss. So, hier haben wir das Gleiche. Item 6, normal ist es immer Item 8, deswegen scroll ich nochmal kurz runter. Genau, hier haben wir das Gleiche. Und machen das dann für die Vorjahre. Genau. Genau, also hier hatten wir 8, 8391, 8391 Millionen. Dann hatten wir 6667. Und dann hatten wir 2015 5373, glaube ich, waren es. 5373, jo.
Ja, und jetzt kann man im Grunde, was ist jetzt das Ziel? Das Ziel ist, dass man immer den Net Profit rausfindet, also den Gewinn, den das Unternehmen nächstes Jahr macht, übernächstes Jahr und 2, 3, 3, 3, 4 und so weiter Jahren. Und dann weißt du, was das Ganze wert ist. Ja, das waren Tausender, Maxi SVR, aber ich habe ja auch nur das Vordere übernommen. Ich habe ja hier 8391 reingeschrieben. Weißt du, wie ich meine? Ich kann es auch nochmal nebenbei machen. Und wenn du rausfindest, wie viel Cash ein Salesforce in den nächsten 30 Jahren oder in den nächsten 20 Jahren generiert, dann kannst du den fairen Aktienkurs berechnen. Den schreibe ich mal hier unten. Aktueller Kurs, 201 US-Dollar. Modellkurs oder fairer Kurs, laut Modell. Den müssen wir jetzt noch berechnen. Das ist im Grunde nichts anderes als der sogenannte Net Present Value der Zukunft, weil die Vergangenheit, das Geld haben wir ja schon erhalten, da ist nichts mehr über. Das heißt, wir können uns sowieso nur auf die Zukunft fokussieren und schauen dann. Ich mache jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. Ich sage jetzt, der Umsatz bleibt konstant bis ins Jahr 2040, also ich ziehe das jetzt richtig langfristig auf 20 Jahre. Oder machen wir, warum mache ich es nur bis 20 Jahre und nicht bis in die Unendlichkeit? Weil es ab alles, was länger als 20 Jahre dauert, das hat keine Relevanz mehr. So, und ich sage jetzt, das Unternehmen bleibt bei 17 Milliarden Umsatz für die ganze Zukunft. Und ich sage auch, 100% des Umsatzes ist Gewinn. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Warum? Schon allein deswegen, weil die ja Umsatzsteuer bezahlen müssen. In Amerika hängt es vom Staat ab, zwischen 0 und 7% in der Regel. Aber ich will die Formel hier unten schon mal richtig haben. Und der Kurs, und dann brauchen wir noch einen Discount-Faktor. Das sagen wir jetzt mal 10%. Das heißt, der Discount-Faktor ist letztendlich unsere Renditeerwartung, die wir an Salesforce haben. Einen Moment, ich muss kurz was nachschauen. Ja, genau. Und jetzt können wir, es gibt da eine Funktion, die heißt NPV, Net Present Value, ja, den fairen Wert berechnen. Wir müssen ihn tatsächlich, das ist jetzt die Marktkapitalisierung, noch nicht der Kurs, das was da rauskommt. Ja, ich strukturiere es nochmal kurz um. Aktuelle MCAP, Anzahl Aktien. Wäre Marktcap Modell Anzahl Aktien. Das heißt, ihr merkt schon, jetzt brauchen wir die Anzahl der Aktien. Die kopiere ich mir auch schon mal rüber. Die steht auch im Geschäftsbericht, nämlich ganz oben. Also ich in diesem standardisierten, warum verwende ich diesen standardisierten Geschäftsbericht? Weil der einfach standardisiert ist und einfach ist für mich zu lesen. Wo steht's? Irgendwo hier steht's. Hä, das steht doch immer irgendwo hier oben. Bin ich jetzt richtig doof? Könnt ihr mir soweit folgen, was das Discounted Cashflow Modell soll? Ansonsten muss ich mir die Anzahl der Aktien tatsächlich irgendwo schnell suchen, weil ich sehe es tatsächlich nicht. Aber es steht bei Yahoo Finance. 92 Milliarden Shares. Ah ja. Ah ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, was Non-Affiliates bedeutet. Das glaube ich bedeutet Leute, die nicht bei Salesforce arbeiten. Wir schauen mal kurz, was Yahoo Finance sagt. Okay, die sagen gar nichts. Dann Market Screener. Moin, moin, Daniel Karl. Schön, dich zu sehen. Ansonsten nehmen wir ich will natürlich, es muss natürlich schon richtig sein. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen diese 92, auch wenn ich schon glaube, dass die richtig sind. Ich will halt nur nicht, dass sie einen Faktor 10 falsch liegen. Ich schaue mal auch nach, was bei alle Aktien quantitativ stehen.
Und da war ein Punkt dazwischen, sagst du? Nee, da steht schon das. Bei Non-Affiliates. Aber kein Ding, jetzt schaue ich mal, was sagen die? 92 Millionen. 92, das waren sogar Billionen, sehe ich gerade. 92,7 Milliarden. Doch, doch, ich glaube schon, das war der gleiche Satz. Also da steht auch, bei alle Aktien quantitativ sagt auch 900 Millionen, sagen die. 850 Millionen. Jetzt schaue ich mal, was da steht. Könnte auch sein. Aber ansonsten, ich würde mich auf den Geschäftsbericht verlassen, weil das ist entscheidend. Ansonsten, wenn wir da wirklich einen Faktor 1000 falsch liegen, dann merken wir das ja eh gleich. Also wir machen jetzt einfach mal weiter. Ah, okay, das ist ja Market Value. Das ist ja nicht Anzahl der Shares, Outstanding. Okay, jetzt macht es Sinn. Jetzt macht es wieder Sinn. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt nochmal ganz kurz danach, ob es hier auch steht. Einsatz unter den 29 Milliarden steht da. Oh Gott, oh mein Gott, okay, jetzt habe ich es gesehen. 895 Millionen. 895. Sehr gut. Also du bist schon ein sehr guter Investor, du kannst dich bei uns bewerben. Ja, und jetzt wissen wir dann auch, was die Anzahl, oder jetzt können wir errechnen, was denn der, wir wissen jetzt die faire Marktkapitalisierung. Wir hatten ja alles in Millionen, das heißt auch das müssen wir jetzt noch in Millionen rechnen. Und dann kommen wir auf den fairen Kurs und der ist jetzt komplett übertrieben, was da rauskommt. Warum? Weil ich sage, Umsatz ist Gewinn und das ist eine irrsinnige Annahme. Wir teilen die Sachen mal durcheinander und schauen, was rauskommt. 165 Dollar, das ist sogar weniger als der aktuelle Kurs. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Schon wieder der Vorführeffekt. Ja, du hast komplett recht, Gummer. Ich muss jetzt mal die Jacke ausziehen. Ich schwitze schon langsam. Weil heute ist es ja eigentlich arschheiß. Ich hatte nur die Jacke an, weil es in Frankfurt geregnet hat. 19 Uhr, als ich hingelaufen bin. Aber ihr merkt schon, das ganze Zeug ist ein bisschen nerdy und. Ja, das mag auch nicht jeder. Die Jacke on point. Warum ist der Aktienkurs so oder der erwartete Aktienkurs jetzt geringer? Also das Erste ist, der Aktienkurs liegt zumindest schon mal in der richtigen Nähe. Es ist jetzt nicht irgendwie 2 Millionen Aktienkurs oder 0,0005. Das heißt, das würde sagen, dass du schon irgendwo einen starken Fehler gemacht hast. Wichtig ist uns jetzt, aber du merkst, Salesforce ist halt ein Wachstumsunternehmen und selbst wenn du da sagst, wir bleiben bei diesem geringen Gewinn ohne Wachstum, dann wäre Salesforce jetzt schon überbewertet. Also aktueller Kurs 201 US-Dollar. Und das bedeutet, ja, unter oder über von, oder ich mache mal es, Unterbewertung von, jetzt muss ich aufpassen. Und ja, da kommt natürlich was Negatives raus und soll es ja auch, denn nach Modell sagt es ja, dass es überbewertet ist. Jo, ist so weit alles klar bei euch, wie man sowas macht, was hier relevant ist? Ich weiß, es geht schon sehr, sehr tief ins Detail, aber ich wollte euch auch einfach mal mitnehmen und wirklich zeigen, wie es auch wirklich ist und wie es auch wirklich ordentlich gemacht wird, um rauszufinden, ob eine Aktie, um zu wissen, das meinte ich am Eingangs, um zu wissen, ob eine Aktie jetzt günstig oder teuer bewertet ist. Schreibt mir mal eure Fragen rein, ob soweit alles klar ist. Und währenddessen werde ich. Während ihr am besten schon mal voll spammt eure Fragen, werde ich schon mal die ganzen anderen Kennzahlen der Historie übertragen in die Excel.
Und dann werde ich mich ein bisschen beeilen. Wir werden es nämlich schnell und trotzdem übersichtlich machen. Na, 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 na. So. Einen Moment, ich muss noch mal kurz die gleiche Stelle von vorhin suchen. Genau. Das ist immer Item 8. Das ist das Schöne. Assets. Here we go. 17.0. Und im Grunde kann man dieses DCF, ich werde jetzt nach der Reihe all diese Kosten vom Umsatz abziehen. COGS, das bedeutet Cost of Goods Sold, das bedeutet einfach, ja, Umsatzkosten nennt man das, glaube ich, im Deutsch. Richtig, also was sind Umsatzkosten? Kosten, die direkt mit dem Umsatz verbunden sind. Zum Beispiel bei Salesforce ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel diese Plastikflasche hast, die wird für 100 Dollar verkauft. Die hat Plastikwert-Einkaufskosten von 20 oder 30 Dollar, sagen wir 30 Dollar, dann wären halt 30 Dollar die Umsatzkosten. Also wirklich die Kosten, die in der Sache aus dem Produkt stammen. Und jetzt werde ich einfach mal die COGS habe ich hier ja auch. Ja, die werde ich jetzt einfach mal schnell übertragen. Wie ist es aus Salesforce zusammengesetzt? Abokosten und Supportkosten, Professional Services, das ist Beratung. Das heißt, das sind Supportkosten, das sind Beratungskosten. Ich will das jetzt nicht weiter aufschlüsseln, um es jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich übernehme einfach das Ganze hier unten. 4235 für 2020. 4235. Letztes Jahr waren es 3451, 3451, 2018 2773. Warum ist es so essentiell, dass man das macht? Weil du es nur dann wirklich korrekte Daten hast und überhaupt, nur wenn du die Vergangenheit kennst und weißt, kannst du überhaupt eine verlässliche Prognose machen. Ich übernehme. Genau, dann kommt der Gross Profit raus. Also dieser Bruttoumsatz, glaube ich, nennt man den. Ich nenne es jetzt mal in Englisch, weil ich bin mir in Deutsch nicht ganz sicher, wie das Ganze in Deutsch heißt immer. Was kommt da raus? 2234, 2017. Schöne Zahlen haben Sie hier. 165, 1654 und 12, 1289. Ja, wie schätzt man die Werte? Das kommt jetzt gleich alles. Das kommt jetzt gleich alles. Ich schaue gerade noch was nach. Ich bin sofort wieder bei euch. Ich will kurz sehen, ob die Insta-Story angekommen ist für den Livestream. Ja, und ich werde jetzt einfach den Rest der Matrix hier befüllen. Das geht relativ schnell. Ich will noch eine kurze Story machen zu Instagram. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Schauen wir mal, ob es klappt. Okay, Instagram hängt. So, auf Twitch analysieren wir gerade Salesforce und gehen richtig tief in die Finanzkennzahlen rein, machen gerade Discounted Cashflow gemeinsam. Wer das immer schon mal verstehen wollte, ja, der kommt gerne in den Twitch-Livestream. So, mache ich noch einen Text dazu und dann ist gut. Ja, das Ganze ist, wie ihr merkt, schon ziemlich tief in der Materie drin. Aber ich finde es auch gut, dass man das überhaupt mal versteht und dass man, weil ich sehe so viele Aktienanalysen auch auf YouTube, und die sind auch alle gut. Also es gibt wenige, wo ich sage, die war jetzt schlecht. Wo ich sage, die war jetzt so schlecht oder irgendwas. Aber die sind häufig leider nicht so im Detail erklärt und ich kann es auch gut verstehen, warum, weil die Leute am Schluss nur die Essenz wollen und die Substanz und wissen wollen, was ist es jetzt kaufenswert, ja, nein.
aber sich gar nicht wirklich mit den Finanzkennzahlen beschäftigen wollen, hofft. So entstehen diese Dynamiken immer. So, Gross Profit ist jetzt schön, das ist einfach Umsatz minus die Umsatzkosten. Diese Zeile werde ich jetzt schon mal bis ganz ans Ende kopieren. Generell ist es so, dass ich berechnete Werte werde ich jetzt immer mit Blau machen, damit ihr immer genau wisst, was ist berechnet, was ist Fakt. Fakten sind bei mir schwarz. Und blau sind bei mir Annahmen, also oder was nicht Annahmen, sondern berechnete Werte. Da. Dann kommen jetzt die Genau, dann haben wir hier den EBIT, dann kommen hier noch operative Ausgaben und ja. Dann, wenn wir die nämlich auch abziehen, dann sind wir schon beim EBIT. Ja, so schnell kann es gehen. Und versteht mich nicht falsch, so Excel-Modelle kann man beliebig komplex machen. Ich mache jetzt Operating Expenses und zwar schreibe ich da einfach nur die Summary rein, nämlich, dass es 6093 2017 waren. 6093 4897. Aber ich könnte es auch aufschlüsseln nach Marketingkosten, nach administrativen Kosten, nach Innovation, also Research und Development. Aber das dauert einfach lang und ich will euch hier nicht langweilen, ganz ehrlich. Denn es ist schon so viel Content. Also hier schaue ich mal wieder die Total Operating, also operative Ausgaben, die notwendig sind, damit das Business läuft. Erkläre ich gleich noch. 12566, 9296 war das hier und hier haben wir 7313. Also was bedeutet das? Also hier, Cost of Revenues war ja nochmal die reinen Produktkosten, die anfallen und die operativen, das sind halt alle anderen Kosten, die operativ anfallen. Ja, Innovation, Forschen an neuen Produkten, Sachen weiterentwickeln, Mitarbeiter natürlich auch. Das Management muss bezahlt werden, administrative Kosten. Ja, ich glaube, es ist relativ selbsterklärend. Und dann ist man ja schon beim EBIT, also man ist relativ nah dran. Und das Schöne ist, man kann jetzt checken, ob man richtig gerechnet hat, weil da steht das EBIT ja auch nochmal. 297, ja, 297, 535, 454. Ja, wir bekommen die gleichen Zahlen hier unten raus. Das macht Spaß. So, was schreibt ihr denn? Jetzt schaue ich mal zur Abwechslung wieder in den Chat rein. Kannst du im Büro vorbeikommen? Ja, kannst du sehr gern machen. Airgin Cam. Ich bin aber wahrscheinlich nur noch 2, 3 Tage hier. Gehe dann nach Zürich. Kannst du noch mal kurz die unteren Positionen durchgehen? Okay, ganz kurz. Ansonsten, wenn du, ansonsten frage einfach die konkrete Frage. Die faire Marktkapitalisierung ist der sogenannte Net Present Value, also der Marktwert aller zukünftigen Cashflows. Ich würde dir empfehlen, google mal Net Present Value. Ich schreibe es jetzt auch noch mal hier nebendran. Net Present Value. Und die grundsätzliche Idee, und liest dir das hier durch, die grundsätzliche Idee ist aber folgende. Du hast etwas, ein Beispiel. Du hast etwas, ich sag zu dir, ich gebe dir jedes Jahr für den Rest deines Lebens, jedes Jahr 1000 Euro. Und wie viel zahlst du mir? Wie viel zahlst du mir dafür? Wenn ich das mache, wenn ich dir für den Rest des Jahres, den Rest deines Lebens 1000 Euro im Jahr gebe, was ist dir das wert? Was zahlst du mir dafür? Schreib mir mal rein in den Chat, was zahlt ihr? Ich zahle euch 1000 Euro. Wenn ihr gute Angebote macht, dann nehme ich das Angebot vielleicht sogar an. Also ich zahle euch jedes Jahr zum 1. Januar 1000 Euro, überweise ich euch. Boah, Cash aufs Konto. Ja, ohne Mehrwertsteuer, bla bla bla. Steuern zahlen müsst ihr natürlich trotzdem, aber ihr bekommt Cash 1000 Euro auf die Hand. Was zahlt ihr mir dafür? Was würdest du mir dafür zahlen?
Schreib mal ein paar Kommentare rein. Bester Kommentar bekommt das alle Aktienposter geschenkt. Spy Warrior fragt schon, woher weißt du, welches Analysemethode, Discounted Cashflow? Grundsätzlich fast immer Discounted Cashflow. Es gibt auch die Methode, dass man sagt, McDonald's zum Beispiel oder so, oder früher gab es das, mittlerweile gibt es selten, dass das Unternehmen halt unter Substanz, unter Buchwert gehandelt wird. Das ist auch eine spannende Methode. Oder auch bei Berkshire Hathaway, das ist eine Beteiligungsgesellschaft, da ist halt relevant, dass man die Beteiligungen bewertet. Also ihr seid mir alle viel zu teuer, 20.000 Euro, 40.000, 50.000. Was denkt ihr noch? Was könnte man noch bezahlen? Also dieses Angebot von Y Co. würde ich annehmen, 1.000 Euro. Ich glaube, das ist relativ gut. Oder das würde ich nicht annehmen. Ich meine, das ist halt der beste Deal im Leben oder deines Lebens für dich. Du zahlst mit 1.000 Euro und ich zahle dir jedes Jahr 1.000 Euro. 120.000 ist schon ein verdammt gutes Angebot, weil du musst so überlegen, 1.000 pro Jahr auf 120.000, also 1.000 auf 120.000 gerechnet, da machst du, Mr. Frankfurt, eine Rendite von 0,8% pro Jahr. Das heißt, du würdest sagen, es hängt halt davon der Sicherheit ab, oder wie sicher bin ich? Wenn ich extrem sicher bin, also wenn ich so sicher bin wie die deutsche Staatsanleihe, dann ist das sinnvoll. Aber weil das ist ja dein größtes Problem, du weißt nicht, wie sicher der Cashflow ist. Kann ich wirklich lebenslang bezahlen oder gehe ich irgendwann in 5 Jahren in die Privatinsolvenz? Das ist eigentlich das Problem und das Risiko, das du abschätzen musst. Aber an sich, wenn es wirklich ein 100% sicheres Investment ist, und 100% sicher du jedes Jahr 1.000 Euro bekommst, dann ist es auch 120.000 Euro wert. Das glaube ich auch. Ja. Und im Grunde sagt man eben, du bekommst jedes Jahr 1.000 Euro und dass sowas einen enormen Wert hat, ist ja offensichtlich jetzt. Und den fasst man in diesem Net Present Value hier zusammen. Deswegen kommt hier auch so eine gigantische Zahl raus. Und dann das Einzige, was ich sage, ist, ein Cashflow nächstes Jahr ist mir weniger wert als ein Cashflow dieses Jahr. Und ich sage, der Cashflow nächstes Jahr ist mir schon 10% weniger wert als dieses Jahr, weil ich könnte ja mein Geld in den S&P 500 legen und da mache ich knapp 10% Rendite. Das heißt, ich will mindestens 10% Rendite pro Jahr. Das heißt, dein Cashflow, dein Cash nächstes Jahr, die 1.000 Euro, die du mir gibst nächstes Jahr, die sind eigentlich nur noch knapp 920 oder so Euro wert. Ich rechne es mal aus. Also 1.000 geteilt durch 1 durch 1,1 sind 909 Euro sind mir die eigentlich nur noch wert. Und die 1.000 Euro in 2 Jahren, die sind mir eigentlich nur noch 830 Euro wert. Und dann 750 Euro. Warum? Weil ich ja immer. Meine Opportunitätskosten sind der S&P 500. Und dann teile ich diese Zahl durch die Anzahl der Aktien. Also das ist hier schon reingerechnet, dieser Discount-Faktor von 10%. Wenn ich den erhöhe, dann sinkt die Market Cap relativ stark, wie du hier siehst. Und ich erhöhe den mal auf 50%, dann sinkt sie schon sehr, sehr stark. Okay, jetzt machen wir mal weiter hier. Interest, Income. Interest und Tax, die sind, wo ist denn hier Tax? Okay, die haben sogar Steuervorteile und also die haben sogar 580 vom Steuern zurückbekommen. Zwar wahrscheinlich wegen Trump, Gott sei Dank. Also für Salesforce in dem Fall jetzt, Gott sei Dank, ist ja immer besser, wenn man Steuer zurückbekommt. Ansonsten wissen wir aber schon, dass Salesforce ja unverschuldet ist. Deshalb ist es sinnvoll, hier über den Daumen gepeilt, 0 anzunehmen. Ist natürlich nicht 100% richtig, aber ich glaube im Rahmen der Annahmen, weil wir machen hier so viele Sachen, ja, wir machen hier so viele Annahmen. Es geht hier jetzt um die Zukunft von einem schnell wachsenden Unternehmen und weil wir ja wissen, das Unternehmen hat keine Schulden, sondern 4 Milliarden Cash auf dem Konto, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, hier, wenn ich mir die Zahlen hier anschaue, mehr oder weniger 0 anzunehmen. Hier haben Sie 500, ja, hier hat es 5. Hier haben Sie Geld zurückbekommen, 120. Hier haben Sie Steuern bezahlen müssen, 580 Millionen. Ich glaube, wichtig ist trotzdem, dass man langfristig ist ja die Steuerquote relevant und in Amerika hast du ja eine Steuerquote von, also ich mache das mal US Corporate
Tax Rate ist in Amerika 20%. Das heißt, ich gehe einfach davon aus, dass langfristig, aktuell ist es eh irrelevant, weil Salesforce keinen Gewinn hat, aber ich gehe davon aus, dass langfristig Taxes sein wird, nämlich 20% vom EBIT. Das ist üblich, meiner Meinung nach, also 21 muss ich jetzt gleich noch korrigieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr üblich. Warum? Weil das die Corporate Tax Rate in Amerika ist. USA Corporate Tax Rate. Und wir haben, ich glaube, Salesforce war ja in Delaware auch registriert. Genau, 21%. Wenn du jetzt ein Unternehmen in Deutschland analysierst, dann sind es 35%. Das heißt, alle Unternehmen in Deutschland sind schon mal ein Drittel weniger wert, nur weil sie in Deutschland sind, weil ja die Körperschaftssteuer bei 30% liegt sie ja. Also liegt ja bei 30 statt bei 21%. Jo. Wichtig ist ja für uns, was langfristig passiert. So, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt, nämlich wir berechnen die Gewinne von Salesforce. Also Steuern müssen wir bezahlen, haben wir auch in der Vergangenheit bezahlt. Ich schätze das auch jetzt einfach mal. Uff. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich hier die Steuern nur abschätze. In meinen Augen ist das eine der sinnvollsten Annahmen, die man machen kann, 21% Tax Rate, weil klar könnte ich jetzt hier die richtige Steuer reinschreiben, aber mich interessiert ja, wie wird die Steuersituation in den nächsten 10 Jahren aussehen? Und dann könnte ich, viel besser ist es jetzt vorher, den EBIT vorherzusagen, den operativen Gewinn, und dann davon die Steuerquote abzuleiten. Weil ich ja weiß, es sind immer 21%, deshalb wird das Ding hier jetzt auch blau. Weil es ein kalkulierter Wert ist. Der EBIT ist ja auch ein kalkulierter Wert. Die operativen Ausgaben, die waren Fakten. Jo, und jetzt habe ich gerade noch gesehen, dass ja nur die Zukunft relevant ist und beim Net Present Value darf ich natürlich das nächste Jahr 2020 nicht mehr mit einbeziehen, sondern erst ab 2021 geht es hier los. I28. Genau, deswegen kommt hier wieder 0 raus, weil hier steht ja noch 0. Das heißt, etwas, was 0 Euro pro Jahr generiert, ist natürlich auch 0 Euro wert. Okay, soweit alles klar, Leute. Denn jetzt kommt der heilige Gral sozusagen, da wo es keine festen Antworten gibt. Jetzt geht es um die Zukunft und jetzt machen wir einen auf Glaskugel und werden die Zukunft vorhersehen. Okay, ich habe mich schon abgeschüttet. Das macht nichts. Ich werde jetzt kurz mein Wasser auffüllen. Ich werde eine kurze Pause machen. Aber nur 1, 2 Minuten. Und dann, ja, kümmern wir uns um die Zukunft. Ich lege einfach gleich wieder den Song rein. Ja, ich bin gleich wieder da. Macht euch gut oder holt euch auch schon mal was zu trinken, was zu essen. Ich bin gleich wieder da und dann kümmern wir uns um die Zukunft.
So, hoffe, ihr seid noch am Start. Habt euch ein kühles Bier geholt von AB InBev, wie einer geschrieben hat. Oder was von Starbucks. Ich werde mir jetzt auch gleich noch was zu essen bestellen, aber das machen wir wahrscheinlich nach dem Stream. Bei Delivery Hero oder so. Mal schauen. Ja. Ich habe zumindest noch nichts gegessen. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz nachschauen, ob der Stream wirklich aufgezeichnet wird. Nur zur Sicherheit. Hey, ich bin schon die ganze Zeit am Kommentieren. Ich war hier Mr. Frankfurt mit Doppel-T. Also das werde ich noch mal kurz für euch checken. Schau mal kurz am Handy nach. Was haltet ihr denn von Salesforce bisher? Kaufenswert oder nicht kaufenswert? Huch, ich werde die Datei jetzt gleich mal abspeichern, dann könnt ihr die nämlich auch, ja, keine Ahnung, verwenden. Alter. So, CRM. Benutzt jemand von euch eigentlich Twitch schon länger und weiß, wie das Ganze funktioniert mit den Clips und wie das funktioniert mit den Aufnahmen, dann schreibt mich gerne mal an, einfach privat bei Instagram oder so. Dann können wir das Ganze nämlich beheben. Ich gehe nochmal kurz eure Fragen durch hier. Man kann nicht ganz zoomen, dann halt das Handy seitwärts. Das löst das Problem. Wenn das Problem löst, vielleicht meinst du auch was anderes, Maxi, SWR. The Night Player oben über dem Chat, genau. Gönnt ihr, ja, ich habe es auch schon seit langem. NPV, googelt es am besten, einfach mal googeln, Net Present Value. Da siehst du die Formel, die ist relativ einfach. Ich überlege gerade, wie ich sie am besten darstellen soll. Mein Paint funktioniert ja nicht mehr. Wie hieß denn das? Doch, JS Paint. Bei Clips, kann die jeder machen oder muss ein Moderator die Clips machen? Oder muss ich die machen? Kannst du mir irgendwie die besten Clips zusammenstellen oder so? Ja, also dann nochmal ganz kurz zum NPV. Genau, also hier bei Excel verwende ich einfach eine Formel, die heißt NPV. Die machen es mir hier sehr, sehr einfach. Ich könnte aber die Formel auch manuell reingeben und es würde das Gleiche rauskommen. Wie funktioniert das Ganze? Also grundsätzlich ist die Idee, dass ihr Cashflow in der Zukunft weniger wert ist als aktuell. Okay, das heißt 1 Euro nächstes Jahr, okay, das ist 1 Euro, ich überlege gerade, wie kann man das am besten zeichnen? 1 Euro, nee, lass mich mal ganz kurz überlegen, wie ich es am besten darstelle. Nee, ich glaube, Excel ist schon das Beste. Also die grundsätzliche Überlegung ist, sagen wir mal, ich zahle dir 100 Euro, dann 200, dann 500, dann 100 Euro. Okay? Also das ist jetzt, was ich dir so privat überweise, aus irgendeinem Grund. Und die erste Frage ist immer die gleiche beim Net Present Value. Du weißt, du bekommst diese Cashflows. Aber die Frage ist, was ist denn der faire Wert von diesen Cashflows, wenn du nächstes Jahr 100 Euro, übernächstes Jahr 200 Euro und über nächstes 500 und dann 100 Euro bekommst? Was ist der Wert davon? Es muss doch irgendeinen Wert haben. Und jetzt sagst du, wenn du mir das gesamte Geld heute bar auf Cash gibst,
Wenn du das mir ganze Bar auf Cash gibst, dann wären es ja 900 Euro. Ich sage jetzt aber Folgendes. Das Geld nächstes Jahr ist mir weniger wert als das Geld heute. Weil ich hätte lieber 900 Euro sofort, als das so über 4, 5 Jahre verteilt. Das ist nicht so schön, weil das Geld, die 900 Euro heute, kann ich ja sofort wieder in Aktien investieren. Und deshalb sage ich, genau, also Tabs, du kannst gerne ein paar Clips machen. Deswegen sage ich, das Geld nächstes Jahr ist mir 10% weniger wert und das hier ist mir 10% mal 10% weniger wert und das ist mir 10% mal 10% mal 10% weniger wert. Warum? Weil ich 100 Euro könnte ich ja auch jetzt sofort schon investieren, könnte ich ja auch jetzt sofort schon investieren in S&P um 500 und dann würde ich 10% Rendite machen. Hier würde ich zweimal 10% Rendite machen, also knapp, wie viel sind das? Ich rechne es jetzt mal aus, 21% normal. 0,1 mal 0,1. Mal 1,1 muss ich rechnen. Minus 1. 21, genau. Und wenn ich das nochmal mache, dann, was kommt dann raus? Wahrscheinlich 33 oder so. 33. Ja, und das heißt im Grunde, diese 100 Euro sind mir, und jetzt muss ich halt die noch durcheinander teilen. Also ich teile hier ist gleich 100 durch 1,1, dann komme ich auf 90. Ich schreibe es nochmal hier in der Formel rein. Die 200 Euro, 200 geteilt durch 1,21. Und hier 500 Euro geteilt durch 1,33. Das heißt, das Geld ist mir nur noch so viel wert. Und hier mache ich es jetzt auch nochmal. Dann haben wir es nämlich komplett. Diese 100 Euro geteilt durch 1,46. Diese 100 Euro sind mir eigentlich nur noch 70 Euro wert, weil ich das Geld erst so spät bekomme. Und ihr wisst ja, Inflation und, und. Deutsches Internet, okay, hab ich gefixt, sollte jetzt kein Problem mehr sein. Ansonsten werde ich einfach alle, ich habe eh schon fast alles geschlossen. Ja, und jetzt addiere ich die nochmal auf und dann komme ich auf 700 Euro. Heute nach NPV 700. Nach NPV, weil Geld in Zukunft weniger wert als heute. So, ich glaube, macht sie jetzt mehr Sinn? Schreibt mal kurz rein, ob es jetzt mehr Sinn macht. Also der Grundgedanke ist, Geld in der Zukunft ist weniger wertvoll als Geld heute. Deshalb benutze ich einen Discount-Faktor von 10%. Ich könnte auch 5% nehmen oder 2%. Ich sage hier jetzt aber einfach 10%, das ist üblich. Das ist üblich und warum mache ich 10%? Ja, weil ich beim S&P 500 10% Rendite machen würde. Jo. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ansonsten NPV, wirklich Net Present Value googeln. Net Present Value, da ist genau die gleiche Definition. Oder irgendwie googeln Net Present Value super einfach erklärt oder so. Da findest du nämlich genau das Gleiche. So, ich schließe hier schon mal irgendwie ein paar Fenster. Ruckelt es bei euch immer noch? Schreibt mir mal nochmal ein paar haben reingeschrieben, dass es bei euch ruckeln würde. Schreibt mal rein, ob es bitte immer noch ruckelt. Weil das wäre tatsächlich sehr unangenehm. Warum steht da im Net Present Value mal 1 Million? Ganz einfach. Weil die ganzen Zahlen hier oben in Millionen sind. Das heißt, hier steht ja 17.000, aber eigentlich sind es ja 17 Milliarden Umsatz, die Salesforce dieses Jahr gemacht hat.
Und all diese Zahlen, die du hier oben siehst, sind in Millionen. Und weil ich hier ja, ich will ja die Marktkapitalisierung, deswegen ist auch die faire Marktkapitalisierung hier dann schon in Millionen. Und hier, deswegen, weil ich es aber in Euro will und nicht in Millionen Euro, multipliziere ich es mit Millionen. Denn wenn ich das nicht machen würde, und oder ich muss halt die Anzahl der Aktien, oder ich teile die Anzahl der Aktien durch eine Million, dann kommt auch wieder das Gleiche raus. Aber ich will ja den Euro-Wert geteilt durch die Anzahl der Aktien. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal kurz den Stream neu starten und wir sehen uns dann gleich wieder.